Hallo, mein Name ist Keep Supernova. Willkommen beim weiteren Video und ich habe soeben erfahren, dass ein gewisser Vince Wolf, ein völlig neuer Newcomer hier auf YouTube, ein Video hochgeladen hat, wo es um das Splatfest geht, um die Herausforderung beim Splatfest. Und jetzt schauen wir mal rein. Hallo, mein Name ist Venzio. Ihr fragt euch sicher, warum mache ich ein Video? Ich bin kein YouTuber. Nun, die Sache ist ganz einfach. Oh doch, Vincio, da muss ich dich mal korrigieren. In dem Moment, wo du ein Video hochlädst, bist du schon YouTuber. Ein YouTuber bedeutet nicht, dass er hunderttausende Abonnenten und eigenen Merch hat. Aber red ruhig weiter. Ich bin eine Nierwolf und ich wurde von einer Spezies namens Waschbär herausgefordert. Und da muss ich dich nochmal korrigieren, du wurdest von der Spezies Babiane herausgefordert. Ganz zuerst, was ist passiert? Ich spiele gerne Splatoon 2 Ich und auch. habe gegen Rocket, auch Kip Supernova genannt, zweimal ein Splatfest gemacht und die Wölfe haben 2:0 gewonnen. Was natürlich sehr an der Ehre des Waschbäres kratzt, dass er mich, Alpha Predator Venzio, herausgefordert hat. Ist das bloß bei mir oder ruckelt bei euch das Bild auch so? Hat, ein drittes Mal die Ehre zu verlieren. Denn beim ersten Mal wurde er vernichtet, die Ehre genommen und kassiert. Und er traut sich tatsächlich nochmal gegen mich anzutreten. Und dann möchte er noch öffentlich mich herausfordern mit einer Strafe. Doch was für eine Strafe? Von was rede ich? Also, ich bin nicht gegen dich angetreten. Wir haben die verschiedenen Teams bei dem Splatfesten gewählt. Ich weiß nicht, ob das Zufall oder ob das Absicht war, aber bei mir war es keine Absicht. Bei mir war es reiner Zufall. Nun, sollte ich das nächste Splatfest gegen ihn verlieren, so möchte er, dass ich eine DVD von ihm ansehe. Der glückliche Weihnachtself. Was ist das? Nun, sagen wir ein sehr billig produzierter Film, wo man meint, da könnte von Asylum sein. Und naja. Hier mal ein kleiner Background. Asylum ist eine Filmproduktion, die bekannt ist für schlechte Horror- und Science-Fiction-Filme. Zu sehen auf dem Kanal Sci-Fi oder auch bei Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Das sieht so aus, als ob das ein Down-Syndrom-Elf wäre, der dreimal hochgeworfen und nur zweimal aufgefangen wurde. Und das soll ich mir antun, natürlich. Das heißt nicht mehr Down-Syndrom, sondern Trisomie 21, aber danke für das sich lustig machen über eine Krankheit. Träum weiter, du wirst sowieso wieder verlieren. Apropos, ich frage mich erstmal, warum hat man sowas in seiner DVD-Sammlung? Pass auf! Das sind Filme, die man haben muss. Ups, falsche Richtung. Kommt das? Ja, gut, von Dusk Till Dawn mit George Clooney. Da kenne ich nur den Trailer. Soll ein klasse Film sein, kann man nicht meckern. Ist jetzt nicht mein Geschmack, aber why not? Battle Royale. Battle Royale, ja. Dieses Battle Royale-Prinzip, was auch die Kiddies unter Fortnite kennen. Ja, ungekürzt und unzensiert. Ja, warum nicht? Also, mein Fall ist das auch nicht. Weiter. Männlich. Eragon? Ah, fick diesen Film, der ist scheiße. Aliens, oder. Du hast doch gerade gesagt, das sind ja DVDs, wo man haben muss. Und jetzt hast du einen Film in der Sammlung, wo Scheiße ist? Aha, guckt da einer noch gerne schlechte Filme an? Alien 2. Jurassic Park. Lieber Venzio, ich habe Jurassic Park schon im Kino gesehen. Da warst du noch in der Grundschule. Na schön, von mir raus. Ich nehme deine Herausforderung an und ich gebe dir noch etwas. Sollte ich verlieren, werde ich diesen Film auf meine Art reviewen. Auf meine böse. Mo, 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 Moment. Das soll ja eine Strafe sein. Du kannst reviewen und machen, was du willst, aber du musst ihn hier komplett angucken, mein Freund. Art. Denn schwarz wie die Seele ist auch mein Humor und das werde ich in dem Film auch garantiert. Nein, Moment, ich werde sowieso nicht verlieren. Du hast dir selber eingebrockt, du wirst ein viertes Mal verlieren gegen mich. Aber du hast auch einen Wetteinsatz. Naja. Ob wir verlieren oder gewinnen, das hängt ja nicht nur von uns ab, von unserer Leistung, sondern von der Leistung vom gesamten Team beim Splatfest. Für alle, die es nicht wissen, man hat ja ein Team. Und ich kann mir ja
Leute holen in mein Team, so viel wie ich möchte. Es gibt nämlich da keine Bedingungen. Tja, und ich habe hier Leute am Start, die wohnen praktisch vorm Bildschirm und sind mit der Switch verwachsen und verwoben. Ja, also. Ich nehme die Herausforderung an. Solltest jedoch du verlieren, was du garantiert auch wirst, dann werde ich dir ein paar Witze aufschreiben, die du dann vorlesen darfst. Oder Sorin, je nachdem, wie du möchtest. Sorin, soll das jetzt ausbaden? Nee, nee, dann mache ich das schon lieber selber. Und für die Zuschauer, alle drei, die hier jetzt sind, eins muss man wissen: Rocket ist ein wirklich netter Kerl. Ja, kann ich bestätigen. Versucht immer alles perfekt zu machen, alles recht zu machen. Auf ihn kann man sich verlassen. Wirklich sehr nett. Ehre an den Waschbär. Aber sein Humor. Phipsasmus, Fritzchenwitze, ich bitte. Also, ich möchte hier jetzt mal klarstellen, dass ich weder Fipsasmusen noch Fritzchenwitze gut finde, sondern ich finde die Art und Weise gut, wie darüber lustig gemacht wird. Aber das weißt du ja sicher schon und du sagst das jetzt mit Absicht. Aber nur zu, ich kann gerne auch sagen, welche Witze du toll findest. Und dann werden wir ja sehen. Dich. Das sind doch keine Witze. Nein, 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 nein. Du wirst rabenschwarzen Humor vorlesen und der brave, brave Rocket. Ah, Vinzio, da habe ich noch einen Witz für dich. Ja, extra für dich, weil du ja Fipsasmusen erwähnt hast, der dieses Jahr leider von uns gegangen ist. Deswegen, rest in peace, Fritz Absmussen. Hier ein Witz für dich. Wurde ich neulich von einer Politesse an der Ampel angehalten. Ich kurbel die Fensterscheibe runter und frage: Na, Schätzchen, was soll der Spaß kosten? Sie sagt 40 Euro. Ich sag: Komm her, steig ein. Wird sich schämen, dass er das sehen kann. Und die Welt hat einmal was zum Lachen. Also, beim nächsten Splatfest solltest du Team Stern wählen bei Mario, denn ich esse Schrooms und möchte in der Mario-Welt rumlaufen. Natürlich werde ich Stern wählen. Und du weißt auch, was passiert, wenn ein Stern explodiert. Dann kommt eine Supernova, die größte Explosion im Weltall. Ja? Und die macht alles platt. Das ist mein Ding. Also, wir sehen uns im Ring. Und dann wird es ein viertes Mal für dich heißen. Ich meine, ein drittes Mal. Ja, ist eröffnet. Tja, was soll ich dazu sagen? Die Jagd ist eröffnet. Glaube ich nicht so ganz. Es wird eher das, was Bud Spencer mal gesagt hat in einem Film: Das ist kein Spiel, das ist ein Gemetzel. Und du wirst sowas von gescorcht. Naja, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.